Sollen wir nochmal trotzdem gucken, was es hier so für Pokémon gibt? Vielleicht ist ja doch Doppelkampf Glas. Hier gibt es tatsächlich Ponita. Sehr interessant. Könnten wir eigentlich mal eine Runde besiegen, oder? Ach, ist echt schneller als wir. Es ist echt schneller als wir. Schade. Oh, und wir one-hitten es echt nicht. Okay, es ist verwirrt. Vielleicht verletzt es sich ja selber. Das wäre wirklich ziemlich cool. Als ob ich echt Probleme gegen wilde Ponitas habe. Katatsumi, komm schon, reiß dich mal ein bisschen zusammen. Bist du nicht sogar ein mäßiges Wesen? Du solltest das Ding einfach komplett auseinanderreißen. Sehr gut. Bring dich selber um. Scheiße. Wie wär's denn mit einer Kraftreserve Stahl zum Abschluss? Das wär's doch. Okay, nevermind. Sehr schön. Wie viel bringt das? Lohnt sich das? Oh, ja, doch. Fast 560 EP. Ist gar nicht so schlecht. So, schauen wir noch ein letztes Mal, ob es noch etwas Interessantes gibt. Erneut ein Ponita. Ich weiß nicht, es lohnt sich halt trotzdem, glaube ich, für die Erfahrungspunkte. Weil, wie gesagt, Katatsumi hängt halt hinterher. Wenn die wilden Pokémon hier Level 21 sind, gehe ich fast schon davon aus, dass der nächste Arenaleiter fast schon auf die 30er Level zugeht. Und da müssten wir halt doch etwas vorsichtig sein. Tatsächlich wäre es strategisch besser, in der ersten Runde auf Regentanz zu gehen, dass, falls der Gegner eine Feuerattacke in der zweiten Runde einsetzt, geschwächt wird, weil im Regen wird es für einen One-Hit reichen. Na, also streng genommen wäre das die beste Strategie. Level 25, sehr schön. Okay, das heißt, wir werden jetzt erstmal versuchen, hier hochzukommen. Direkt ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen und ich weiß gar nicht, was ist denn mit dir? Hi. Ich ruhe mich jetzt aus. Wäre ich ein Vogel-Pokémon, würde ich Ruhehort verwenden. Du solltest auch schlafen. Ist es Erholung oder ist es Ruheort jetzt? Ruheort wäre cool. Wenn sie immer flögen, wird Vogel-Pokémon irgendwann abstürzen. Wir haben Ruheort bekommen. Ich glaube aber nicht, dass es irgendwer von uns erlernen kann. Es würde mich auf jeden Fall wundern. Schauen wir mal. Ja, war zu erwarten. War zu erwarten. Hi. Och, du kämpfst gar nicht. Solange es eine Straße gibt, werden wir weiterrennen. Okay. Oh, da oben geht's auch noch lang. Da müssen wir gleich auch noch gucken. Ich zeige dir schon, wie gut Doro und ich zusammenarbeiten. Wenn ein Pokémon bei mir ist, kann ich sogar ein bisschen faulenzen. Okay. Warum kannst du das nicht, wenn kein Pokémon bei dir ist? Ponita und Galoppa. Eieieiei. Da sollten wir Cheerleader mal schleunigst rauswechseln. Und ich hoffe fast, dass es hier wieder gut ist, den Regentanz zu setzen, weil jetzt werden Feuerattacken kommen. Und wir wechseln raus auf Goku. Der sollte die Feuerattacken am besten noch tanken können. Also es würde mich sehr wundern, wenn jetzt keine Feuerattacke kommt. Da kommt die Glut. Die hätte schon ordentlich Damage gemacht. Und da kommt der Stampfer. Das ist natürlich jetzt die Alternative zu Glue. Das macht guten Damage. Oh, natürlich schrecken wir zurück. Ist das ein scheiß Ernst? Weißt du was? Wir machen es so. Irgendwie Katatsumi ist sehr schreckhaft. Ich will diesen Regentanz jetzt rausbekommen. Ich habe den gerade geklickt. Ich kriege den jetzt raus. Okay? Weil es vielleicht gar nicht so schlau war, weil Galoppa wird mit dem Stampfer echt guten Damage machen. Wobei, das ist irgendwie sehr wenig. Doppelstampfer auf Goku macht auch guten Damage. Aber jetzt im Regen ist unsere Aquavelle natürlich extrem stark. Das heißt, was wir machen, ist Aquavelle auf Ponita und dann heilen wir einfach vorsichtshalber nochmal Goku hoch. So just in case. Ich hoffe einfach, dass jetzt nicht der Doppelstampfer auf Katatsumi kommt und uns wieder zurückschreckt. Das wäre nämlich ein bisschen nervig. Wenn man vom Teufel spricht. Wenn man vom Teufel spricht, bitte nicht. Katatsumi, ist das dein scheiß Ernst? Komm schon. Du musst doch jetzt so eine blöde Aquavelle rauskriegen. Das sind 10% Flinch-Chance mal 2. Ja, okay, so kann man das ja nicht wirklich berechnen. Aber trotzdem, die Chance zu flinchen liegt nicht mal bei 20%. Okay, jetzt kommt wieder ein Stampfer auf Goku. Die wechseln sich irgendwie immer ab, kann das sein? Oh ne, jetzt gehen sie auf beide. Komm, Katatsumi. Ja, nice. Sollte eigentlich für einen One-Hit reichen, meines Erachtens. Sehr schön.
Ich bin sehr stolz auf dich, du kleine Schnecke. So, es regnet weiter. Und wir können jetzt einfach Galoppa vollkommen auseinandernehmen. Bam! Tempohieb! Das macht sehr wenig. Das macht wirklich sehr, sehr wenig. Aber die Aquavelle könnte von der Range reichen. Galoppa hat, glaube ich, auch nicht viel mehr Spätzdef als Ponita. Perfekt. Das war ein Crit. Oh, dann weiß ich natürlich nicht. Aber ich glaube nicht, dass der gemeldet hat. So, Chili erhält auch noch ein paar Erfahrungspunkte. Und wir haben gewonnen. Selbst unsere alten Kämpfe konnten dich nicht kriegen. Oh nein. Ja, ich bin einfach viel zu krass für euch. Wir müssen links rum, merke ich gerade. Das heißt, wir müssen erstmal absteigen. Hier durchrennen. Aufsteigen. Vollgas hier hoch. Und in den Doppelkampf reinfahren. Super, wir kämpfen ganz viele Pokémon. Juhu, wir werden alle kämpfen. Das hört sich so weird an, aber Kinder meinen das ja anders, als wir das vielleicht interpretieren würden, wenn das ein Erwachsener sagen würde. Die hat einen Sticker. Und das ist ein Pikachu und Pipi. Das ist natürlich nicht unbedingt das Coolste der Welt, aber ich glaube, Schlammbombe und Gigasauger sollten das Pikachu recht schnell rausnehmen. Okay, der Soundeffekt. Oh, okay. Cheerleader zeigt an, was abgeht. Solide. Da wäre die Aquavelle natürlich besser gewesen, aber ich hätte nicht damit gerechnet, dass der Gigasauger instant... Oh, nein. Haben wir nicht irgendwas im Team, was 100% Genauigkeit hatte? War da nicht irgendwas? Warte, ich schaue nochmal. Attacken. Nein. Wir könnten Verhöhner machen, aber ich glaube, dafür ist es schon zu spät. Nein, haben wir nicht. Wieso denke ich, dass wir das haben? Die Frage ist, ist es dann hier auch schlau, den Regentanz zu setzen, dass sobald die Aquavelle trifft, wir auch mehr Schaden machen? Spotlight. Treffe ich jetzt auf jeden Fall oder kann ich trotzdem daneben? Okay, das kann trotzdem daneben gehen. Gut. Yay! Toll! Ich liebe Komprimator Pipi. Komprimator ist so eine tolle strategische Attacke. Ich bin so froh, dass sie hier ist. Von jetzt setzt nur Spotlight ein. Gott sei Dank haben wir das andere Pokémon schon aus dem Weg geräumt. Das wäre super nervig. Okay, der Gigasauger trifft, sollte auch guten Damage machen. Reicht leider nicht ganz. Komm schon gerade dazu, es liegt an dir. Ja, nice. Dann war das mit dem Regen vielleicht nicht nötig, aber bei solchen Taktiken muss man auch mal auf strategische Objekte zurückgreifen. Hat leider überhaupt keine Erfahrung. Gott, wir haben unser Bestes gegeben, aber trotzdem verloren. Wir können trotzdem nicht gewinnen. Ja, genau so sieht's aus. Tschüss. Ich wollte eigentlich ausweichen. Sieh mal, der Glanz des Fels meiner Pokémon ist sehenswert. Total. Herr Pokémon-Züchter Aaron. Mit einem Elite-Kit. Hm. Sollen wir da drin bleiben? Nee. Das wäre echt keine gute Idee. Wir gehen raus in Cheerleader. Ich meine, das ist auch Level 25, das Cheerleaderchen. Von daher ist es ja nicht mehr schlimm. Schockwelle. Ja, ich hatte guten Damage gemacht. Wobei, es ist halt ein Elekid. Es ist halt ein Baby-Pokémon. Das macht halt nicht so viel, ne? Ja, ich glaube, das hätten wir getankt und die Matschwurme hätte halt echt guten Damage gemacht. Andererseits wird der Gigasauger auch super viel Schaden machen und ich freue mich schon so darauf, wenn wir eine Roserade haben. Das wird so gut. Oh, jetzt kommt der Sternschauer. Den hätte ich gerade gebraucht. Der wäre gerade ziemlich gut gewesen. Und es krittet mich natürlich. Wobei, bei Cheerleader ist es eigentlich noch am wenigsten schlimm, weil wir uns ja eh wieder mit Gigasauger hochheilen können in den nächsten Kämpfen. Dementsprechend ist das schon okay. So, was kommt als nächstes? Voneira. Da wechseln wir aus. Ein Tempohieb wird das Ding halt locker 10-mal killen. Von daher werde ich hier gar keine Zeit verschwenden. Gar nicht erst versuchen. Direkt Tempohieb. Bitterkuss. Oh Gott, sein Ding das zu nehmen. Tempohieb. Blip. Tschüss. Bringt aber vielleicht eine Menge... Oh, das bringt eine Menge Erfahrungspunkte. Holy shit. Für so ein kleines Kack-Pokémon. Warum bringt Voneira so viel? Ich meine, ich wusste das, aber das ist... Holy shit. Für so einen einfachen Kampf. What the fuck? Okay, die kämpft anscheinend nicht. Never mind. Ich bin noch grün hinter den Ohren, aber ich werde mein Bestes geben. Ich nehme es einfach mal zurück.
Okay, ich habe gerade eine sehr verwirrende Nachricht bekommen, die ich jetzt auf die Schnelle nicht verstanden habe. Von daher werde ich sie einfach erstmal ignorieren. Keine Ahnung. Ich ignoriere sie jetzt einfach. So, warum haben wir so viel Damage gekriegt von Finte? What the fuck? Ah, schade. Fast Level 26. Was kommt jetzt? Ein... Ich habe nicht gelesen. Togepi. Ja, das sollten wir doch wohl hinkriegen, oder? Wobei, Metronom kann halt gefährlich werden. Bitterkuss, verwirrt das? Ja, ne? Sollen wir das Risiko eingehen? Ich hätte gerne die Erfahrungspunkte auf Katatsumi. Okay, nice. Perfekt. Sehr gut, ich bin stolz auf dich. So, das heißt, jetzt haben wir auch mit Katatsumi Level 26. Und das ist echt nice. Entwickelt es sich nicht... Ja, ich weiß es nicht. Ich vermute immer noch Level 36, ehrlich gesagt. So, was haben wir hier? Frisch und gesund. Die beste Milch der Welt. Und hier sind Entons. Sie machen keine Anstalten, sich zu bewegen. Warum ich die nicht angreifen kann? Keine Ahnung. Sonst kann ich jedes Pokémon verprügeln, außer das. Sei gegrüßt, Reisender. Manche unserer Kunden sind ziemliche Rüpel, die immer kämpfen wollen. Mach mit ihnen, was du willst. Das stört nicht weiter. Vernichte sie einfach. Zerstöre sie. Ich habe aus Versehen eine Kuhmobil gekauft, aber ich glaube, die waren vom Preis-Leistungs-Verhältnis echt gut. Von daher kaufen wir vielleicht einfach nochmal 10. So. Verdammt, ein Dutzend wollte ich doch kaufen. Come on. Okay, nochmal versuchen. Aha. Egal, was du willst, wir haben nur Kuhmobil. Dieses Fenster ploppt so spät auf. Okay, komm. Diesmal. Egal, was du willst. Kuhmilch. Flasche kostet 500. Ein Dutzend. Okay, dann haben wir jetzt 15. Dann bin ich eh zufrieden. Danke. So. Okay, dann haben wir ein bisschen Kuhmilch. Dann haben wir auf jeden Fall ein bisschen Medizin. Willkommen in dieser Ort. Ich bin ganz sehr stolz. Okay. Ich dachte, das andere wäre gerade die Besitzerin gewesen. Oh, bitte setz nicht Komprimator ein. Bitte tu es nicht. Aquamelle, verwirre es. Schon. Oh Gott, das macht nichts. Das ist uncool. Das ist wirklich nicht so cool. Ich meine, Crit würde es wahrscheinlich jetzt killen, weil Cosmic Crypt ist zwar uncool, aber es ist halt nicht so schlimm wie Call Mind, also wie Gedankengut, weil die Offensive von dem Ding bleibt halt die gleiche. Deswegen ist es nicht ganz so schlimm. Es setzt Cosmic Crypt ein. Das heißt, wir müssen gleich eigentlich auf den Crit hoffen. Sehe ich das richtig? Könnte sein. Bin mir nicht sicher. Willst du nichts sagen? Ihr schleicht gerade wieder durch den Raum. Ganz dreist. Und es traut sich nichts zu sagen. Okay. Dann besiegen wir jetzt dieses Pipi. Und erhalten wieder keine Erfahrungspunkte. Das ist so dumm. Das Ding braucht so lange und bringt aber nichts. Und Vonera... Das bringt einfach so viel. Über 1000. Ich bin der Pokémon-Sammler und ich liebe Honig. Okay. Das sind Informationen, die ich gebraucht habe. Gott, die haben alle Baby-Pokémon hier. Und alle so speziell defensive irgendwie. Das ist ein bisschen nervig. Allerdings haben wir ja ein Kampf-Pokémon, dann passt das schon. Kreideschrei. Ich finde das Sprite von Mumfuck so echt süß, wie es nach oben rechts guckt, so als hätte es nichts getan. Und dabei weiß man genau, dass es alles gegessen hat, was es irgendwo auch nur ansatzweise gesehen hat. Schlecker. Okay, solange wir nicht verwirrt werden, ist es mir... Ach, verwirrt sag ich schon. Solange wir nicht paralysiert werden, ist das okay. Und ich glaube, Mumfuck sollte auch ein paar Erfahrungspunkte geben, richtig? Ah, es ist bei weitem nicht so viel wie Onera. Schade. Es wäre echt cool, wenn es auch mehr geben würde. Was hast du mit meinem Pokémon gemacht? Es hat ewig gedauert, sie mit Honig einzufangen. Erstmal hattest du nur eins, also verwende bitte den Singular. Und zweitens, du hast Scheiße am Anfang. So, was erwartest du? Als nächstes haben wir den Anodin. Was ist das denn für ein Name? What the fuck? Und wir haben jetzt einen Scaraborn vor uns. Wir müssen demnächst mal heilen im Pokécenter, aber wir haben nicht mehr so viele AP auf Aquawelle.
Das ist im Endeffekt unsere stärkste Attacke auf unserem führenden Pokémon. Konter? Oh, da muss ich aufpassen. Da möchte ich auf keinen Fall auf was Physisches wechseln, solange ich es nicht one-hitten kann. Konter? Machst du nichts anderes als Konter? Oh, jetzt kommt Aeroas. Ah, das macht sogar Damage, glaube ich. Okay. Ich würde sagen, durch das Aeroas ist Goku auf einmal kein wirklicher Plan mehr. Wir wechseln mal raus auf Lux. Ich glaube, das ist jetzt hier das Beste, was wir tun können. Der Bedroher wird auch noch sehr viel machen. Und jetzt kommt der Konter. Ja, perfekt, dann haben wir gewonnen. Funkensprung. Furienschlag. Wieso ist es schneller als wir? Scarabon ist einfach so cool und stark. Warum habe ich keinen Scarabon gehabt in der dritten Generation? Warum trifft es fünfmal? Chill. Ist gut jetzt. Meine Güte. Okay, das sollte aber ordentlich Erfahrungspunkte geben. Oder? Ja, über 1000. Sehr gut. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass wir wirklich... Andulin heißt er übrigens. Ich glaube nicht, dass wir gut gelevelt sind für den nächsten Arena-Leiter. Hey, hast du die ganzen Enden rausgesehen? Enden unserem Pokémon ihren komischen Kopfschmerzen leiden. Ich fürchte, wir müssen abwarten, bis es ihm besser geht. Ja, dann hoffen wir mal, dass es bald ist. Okay, an den Entons kommen wir ja nicht vorbei. Also, ich wüsste zumindest nicht, wie. Ich glaube, wir haben auch kein Item bekommen. Oder Pokédex-Zubehör oder irgendwas. Dementsprechend gehen wir zur Route 215, wo es regnet. Und hier wäre ein Baum. Kann man Honig nicht im Regen benutzen? Wie ist es denn hier ein Baum? Oder soll dieser Baum einem beibringen, dass man das nicht im Regen benutzen kann? Ha, interessant. Schauen wir erstmal hier. Ich bin ein Schatzsucher. Heute ist die Beute ein Sieg gegen dich. Das werden wir ja nochmal sehen, mein Freund. Das werden wir ja nochmal sehen. Ich wäre mir da an deiner Stelle nicht so sicher. Bronzel! Okay. Oh, wir haben Katatsumi vorne. Das ist nicht so gut. Weil es schwer haben könnte. Aber wisst ihr, was mir einfällt? Wir gehen einfach mal auf unser eigenes Bronzel. Ich habe da so eine Idee. Okay. Er wird Sondersensor sein, das wird halt nichts machen. 1 KP oder so. Deswegen denkt man sich jetzt wahrscheinlich auch, hä, aber das ist 2 KP. Das wird auch das längste Battle der Welt. Ja, da habt ihr recht. Aber, pass mal auf, in der Theorie, wir haben ja seit Ewigkeiten keine neuen Attacken bekommen. Wenn ich jetzt Begrenzer einsetze. So, er kann seine Attacke nicht einsetzen. Und in der Theorie dürfte er ja nichts haben, außer Verzweifler jetzt. Weil er müsste dasselbe Moveset haben wie wir. Ja, jetzt bin ich gespannt. Tja, schade. Bisschen doof gelaufen, ne? Weißt du was? Da wir ihm eh keinen Schaden machen, können wir diese Zeit ja jetzt einfach mal nutzen, um unser Team ein bisschen hochzuheilen. Weil ich habe gerade gesehen, Katatsumi ist zum Beispiel ziemlich low. Und das könnten wir, die könnten wir vielleicht noch gebrauchen. Ich meine, der Typ kann ja eh nichts machen. Der killt sich jetzt einfach selber. Von daher haben wir ja Zeit. Das ist einfach so ein Disrespect. Oh, verdammt, falsche Taste. Und Goku einmal auch noch hoch. Sollen wir Lux? Ach, Lux hält noch was anderes. Lux ist okay. Ist noch nicht im gelben Bereich. Na, Bronzel, wie geht's dir so? Alles fit? Oh, wow, ist das cool. Ich hätte nie gedacht, dass ich Begrenzer mal sinnvoll einsetze. Weil eigentlich willst du ja nicht gegen Psycho-Pokémon kämpfen, aber wenn es natürlich das exakt selbe Moveset hat wie du, dann ist das natürlich gar nicht so schlecht. Vor allem, weil wir ja dann auch noch den Verzweifler resisten. Er macht uns halt überhaupt keinen Damage. Es regnet weiter. Wer kommt als nächstes? Ich bin nicht noch im Bronze. Okay, ein Schildheros. Boah, nee, komm. Da habe ich ehrlich gesagt keinen Bock drauf. Da gehen wir Katatsumi. Die hat ja Matschbombe, Schlammbombe, irgendwie sowas. Ich verwechsel diese Attacken immer. Was kommt? Eisenabwehr. Ja gut, das kannst du machen. Das juckt mich nicht. Denn wir greifen speziell an. Frage ist, ist jetzt Aquavelle? Ach, Aquavelle hat eh keine AP mehr. Dann gehen wir auf Schlammbombe. Dann gehen wir auf Schlammbombe. Bam, One-Hit-KO. Perfekt. Gut gemacht. Gut gemacht, du kleine süße Schnecke. So, das wär's dann. Kengo ist besiegt. Ich kann nicht gewinnen, du bist einfach zu stark. Ja, ich weiß, dankeschön. Das weiß ich doch bereits. Top-Äther gefunden. Das ist natürlich nice. Wenn ich den jetzt hier... Aha! Zwischendurch gehe ich auch langsamer. Ich bin auch nur ein Mensch.
Okay, mach das. Okay, willst du kämpfen? Was dir angetan wurde, das füge auch anderen zu. Der Gegenstoß. Das ist auch gut für Pokémon-Kämpfe, aber im wirklichen Leben, da würden die Kämpfe kein Ende nehmen. So viel steht fest. Welche Weisheit. Wie ich schon sagte, Gegenstoß ist heftig. Setze die Attacke nach der gegnerischen Attacke ein und die Kraft verdoppelt sich. Ja, das Problem ist nur, dass wir eigentlich immer schneller sind, ne? Und ich sehe hier gerade sehr viele Kämpfer rumstehen. Dementsprechend würde ich ehrlich gesagt gerne unsere Münze nach vorne tun, weil die ist, glaube ich, das Beste. Die ist auch gerade, sehe ich gerade, Level 25 erst. So, gehen wir mal hier durch, weil hier rechts war ja auch einer, wenn ich das richtig gesehen habe. Ich glaube, den können wir auch nicht ausweichen. Nein, können wir nicht.